Wir sind heute in Hamburg. Ich bin bei Martin Grassinger in seiner Praxis und wir möchten ein neues, spezielles Programm vorstellen, eine Gesundheitsausbildung. Du bist ja unser Spezialist für Human Design und Gesundheit. Und da ist jetzt der Plan entstanden, einen Lehrerkurs anzubieten, also Human Design Lehrer auszubilden, zu trainieren, deine Gesundheitsthemen anzubieten. Und wir wollen beginnen mit dem Teil 1, Human Design und Gesundheit. Magst du uns über den Inhalt dieses Kurses ein bisschen was erzählen, bitte? Ja, gerne. Der ist entstanden 1994, 95. Damals hat Ra mich sehr ermutigt, meine eigenen gesundheitlichen Themen, was ich darin sehe und so weiter, eben wirklich auch weiterzugeben, weil das nicht gerade sein Steckenpferd war, wie wir ja wissen, als Mechaniker, wie er das immer gesagt hat. Und da wir damals zu dem Zeitpunkt einen sehr starken Fokus auf die Schaltkreise hatten, das ist gerade neu entstanden, habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich bin ja auch als Therapeut eben zum Designsystem gekommen. Hat mich dann interessiert, wenn das Designsystem alles beschreibt, was unser Leben letztendlich ausmacht und tangiert, müssen alle gesundheitlichen Aspekte, die unser Leben auch ausmachen und tangieren, müssen darin vorkommen. Und dann eben zu sehen, wie ist das mit den Schaltkreisen. Und habe dann gesehen, gut, einfach als Beispiel, der Schaltkreis des Verstehens repräsentiert in all seinen Anteilen eben einerseits den Therapeuten, egal wer das ist, ne, weil es geht um die Sache und es geht um Perfektion, um Anwendung und so weiter und eben um das Wissen, was wir davon haben oder das Verständnis, wenn wir so wollen. Und es geht eben um jede Therapieform, auch egal welche, weil auch da geht es um das tiefe Verstehen, um das Verständnis, um die Anwendung und so weiter. Und insofern alles eben, wie gesagt, auf die Schaltkreise übertragen, bin dann Schaltkreis für Schaltkreis durchgegangen und mir ist klar geworden, dass alle die Aspekte, auch von der Mechanik her, aber auch die Dynamik, die wir haben, die eben wirklich therapeutische Tätigkeiten, Gesundheit, Krankheit, Heilung, wie ich sage, Interaktion, Therapeut, Patient und umgekehrt, das ist ja keine Einbahnstraße, genauso wie welche Aspekte sind für die richtige, sagen wir mal, Anwendung oder Applikation, auch Medikamentation wichtig, welche Aspekte gehören zur Heilung, was bedeutet das eigentlich und so weiter. Und ja, daraus ist ein Kurs entstanden damals, den habe ich erstmals 95 gemacht, da saß noch mit Ra als Schüler mit im Raum, weil ihn das interessiert hat. Und dadurch ist das losgetreten worden. Mit parallel zur Entwicklung des Designsystems haben sich daraus eben eine ganze Menge an eigenen Gesundheitskursen entwickelt. Und wir haben jetzt eben beschlossen, das soll nicht irgendwo in einer Enklave, sagen wir mal, versauern, sondern es ist dafür da, dass es in die Welt gehört und dass es mehr Menschen anwenden können und auch sollen letztendlich als immer nur eine Person. Mhm. Und da hat Ilse den Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn wir das jetzt in die Welt bringen. Finde ich gut, bin ich dabei. Genau. Also der Plan ist jetzt einmal, ein Lehrertraining anzubieten. Und da haben wir jetzt ein paar Vorstellungen, da müssen wir dann schauen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das denken. Aber der Plan wäre jetzt, dass wir als Grundvoraussetzung einmal, würde ich vorschlagen und meinen, dass vernünftig ist, LD-Lehrer, Human Design LD-Lehrer, also es braucht ein umfassendes Human Design Grundverständnis und Lehrer würden wir uns halt wünschen, damit das Menschen sind, die schon auch unterrichtet haben. Also das als Grundvoraussetzung LD-Lehrer. Mein Vorschlag und mein Lieblingsthema wäre dann auch, wenn wir das möglichst breit fächern könnten, also ein paar aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz, dass wir das also wirklich verteilen können im deutschsprachigen Human Design Raum. Englischsprachig, das ist dann die Stufe, ja, die nächste Stufe, Plan B. Ja, dass wir mal hier beginnen. Das heißt, das soll im geplant ist Sommer 2016 so in etwa, also in diesem Jahr im Sommer, einen Lehrerkurs anbieten. Der wird dauern 3 Tage. Ich denke, da müsste man durchkommen mit dem Stoff. Von dir natürlich unterrichtet. Und dann haben wir besprochen, wäre es doch ganz sinnvoll und hilfreich,
wenn diese neu gebildeten Lehrer dann in den ersten Kursen, die sie selber anbieten, deine Unterstützung noch mit dazu bekommen. Ja. Dass wir also auch diesen Lehrern eine gewisse Sicherheit mitgeben können, dass die nicht ganz alleine gelassen sind, weil es ja doch ein sehr breites Thema ist. Und dass dann in deren ersten Kursen, Martin, also wenn es hier in Deutschland ist, vielleicht live, ansonsten online, am Ende 2-3 Stunden dazukommt und vielleicht Fallbeispiele anschaut und überprüft. Ja eigentlich so die praktisch, wie kann ich das auf meine eigene Körpergrafik oder auf die Körpergrafik eines anderen übertragen? Das ist, wenn ich jetzt sage, es geht um eine Therapieform, es ist nicht jeder Therapeut und wendet eine Therapieform an, aber ich denke, es wird sehr interessant, einfach zunächst einmal für jeden Einzelnen, dass er verstanden hat, wie die Mechanik eigentlich ist und dass jeder sicherlich auch mal in der Situation ist, um zu sagen, es geht um therapeutische Interaktion, weil ich muss auch mal dahin oder ich arbeite. Wir alle arbeiten, wenn wir so wollen, therapeutisch. Wir sind Berater. Also welche Sachen, um eine Effektivität zu erzielen, habe ich in mir, die ich nutzen kann, um sie genau für diesen Prozess einzusetzen. Wir arbeiten im übertragenen Sinne auch an Heilung. Absolut. Ne? Ja. Weil es geht wirklich um Authentizität, um Selbstsein, Selbstwerden und so weiter. Und dazu gehören sehr einsichtig eben bestimmte Aspekte. Das sind also Dinge, die ich übertragen kann. Und in dem ersten Kurs hatte ich ja auch etwas ausführlicher zum ersten Mal damals auch darüber gesprochen, dass ich Ernährungsrichtungen im Chart erkennen kann, was sicherlich auch hilfreich ist als bessere Steuerung, Individualisierung der PHS-Strategie. Ich habe damals über den Farbcode gesprochen der Zentren, weil da immer wieder die Nachfrage war. Ra hat gesagt, das hat mir die Stimme nicht gesagt. Ich habe dann frech gesagt, aber ich kann es dir sagen. Und dann gesagt, dann sag's mir mal. Und dann sagt er, ja, das leuchtet ein. Wie auch immer. Also es sind schon ein paar Bonbons dabei, die sicherlich einfach für ein tieferes Verständnis der eigenen Körpergrafik, der des anderen in der Interaktion als Analytiker in dem Sinne auch, ja, was da einfach als Grundstock, als Basis sozusagen wirklich ja, hilfreich ist. Genau. Und parallel dazu produzierst du gerade auch ein Buch, also schriftliche Unterlagen. Es wird also einerseits ein Kurs, den du live unterrichtest oder halt online, also aber ein unterrichteter Kurs und dazugehörige Unterlagen, dass man so dann auch längerfristig damit arbeiten kann und das anwenden kann. Also es wird eine sehr umfassende, kleine, wieder spezielle Ausbildung für Human Design Lehrer, die sich also auf diesem ersten auf der ersten Gesundheitsebene weiterentwickeln möchten und dann eigene Kurse und Analysen anbieten können. Ja. Also ein schönes Projekt, ne? Ja, ist auch. Also mir ging es auch so damit, wo ich dachte, einerseits, das ist wieder meine Aufgabe, damit weiterzugehen und was mir wirklich sehr gut tut und da auch am Herzen liegt, dass es eben wirklich in die Welt kommt und dass wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr diese Monopolisierung ist, das tut mir auch nicht gut, das mag ich auch nicht. Ehrlich gesagt, ich möchte es auch ein bisschen loswerden, weil einfach noch andere Dinge einfach auch zu tun sind. Und dadurch, dass ich das bisher auch so gemacht habe, ich habe es hinter mir gelassen, um eben weitere Kurse entwickeln zu können, ist das jetzt auch wieder eine Geschichte, dass es die Chance hat eben, dass es sich weiter verbreitet. Und ich denke, dafür sind wir mal angetreten und dafür sind wir da, dass das Designsystem in die Welt kommt, mit allen Möglichkeiten, wie es angewandt wird. Und insofern würde ich mich einfach sehr freuen, dass da ja, der Vorteil davon genutzt wird, dass das möglich ist, an das Wissen zu kommen und es weiterzugeben. Genau. Und für die weitere Zukunft gibt es ja noch mehrere Stufen, die wir dann dranhängen können und auch noch weitere Gesundheitsthemen und Lehrer für weitere Gesundheitsthemen ausbilden können. Ja, beispielsweise die Planeten aus therapeutischer Sicht eben wirklich eingesetzt, was nicht die klassische Sichtform in dem Sinne dann ist. Ne? Und dann eben auch in manche Schaltkreise auch auf eine andere Art und Weise oder mit einer anderen Perspektive und Zentren vor allen Dingen eben dort hineinzugehen. Denn das, was ich immer sagte, wir kennen die Körpergrafik in ihrer Zuordnung zu den hormonellen Drüsen. Aber
wir haben ja nicht nur das Hormonsystem, ne? Wir haben das Immunsystem, wir haben das Verdauungssystem, wir haben das Nervensystem, wir haben den Bewegungsapparat und so weiter. Auch das Ganze ist in der Körpergrafik eben auch natürlich verstreut, aber systemisch und nicht zentral. Mhm. Und da ist es sicherlich auch an der Zeit, dass dieses Verständnis einfach auch für das systemische Wirken in uns, wie das zusammenkommt, wie das funktioniert und wie sich das in dieser auf einen Blick sehr simplen Körpergrafik dann doch irgendwie komplex widerspiegelt. Und das ist die tiefe Faszination davon. Und das soll rauskommen in die Welt. Genau. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir mit dir als Superspezialisten da auch einen neuen Schritt in der Lehrerausbildung gehen können. Also jetzt von den Reading-Analysen oder über diese Ebene hinausgehen, eine neue Lehrergeneration oder neue Lehrerthemen schaffen können. Finde ich ganz wunderbar. Freue ich mich. Und wir leben in einer Zeit, in der, also das ist auch wirtschaftlich untersucht worden, in der der neue Trend bei den Menschen nicht materiell ist, weil alle haben in dem schon ein Auto und ein Fernseher und ein Handy oder wie auch immer. Aber es ist so. Ja, genau. Das heißt, der neue Trend ist, und man sieht das, das ist Wellness, das ist Körper, das ist Gesundheit, das ist Wohlbefinden. Ich möchte einfach, weil es keine Kunst mehr ist, 100 Jahre alt zu werden, zumindest dafür sorgen, dass es mir dann gut geht. Das heißt, es geht um Körper. Und wir sind die Einzigen, die ein Körpersystem haben, in dem Sinne, und eine Körpergrafik. Und das ist die Zukunft, auch in dem Sinne ökonomisch, weil die Menschen interessiert das und sie wollen da hinein investieren. Und wir können ihnen das notwendige Wissen vermitteln, was sie brauchen, um das zu haben. In einer sehr klaren, strukturierten, logisch verständlichen Form. Ja. Das ist immer nachvollziehbar. Vorteil. Genau. Ja. Super, wunderbar. Freue ich mich drauf, dass wir das in diesem Sommer in Angriff nehmen. Jawohl. Fein, danke schön. Gerne.